Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, so, wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Was haben wir denn heute? Nach wie vor die Mythic Tina in Mamas Altmodische Schatulle. Ein sehr, sehr reizvolles Angebot, wenn da nicht so viel Schrott mit dabei wäre. Dann haben wir hier die Swing Dance Tire Box mit, die ist jetzt noch 15 Stunden verfügbar, mit Swing Dance, Luan, Roller, Disco, Courtney, Luan, Platter, Dr. Amy Wong, Nibbler on the Roof und Troubadour Jeff. Ja, hier die Kombos, da haben wir nach wie vor Swing Dance Luan, More Forevers, Clarinet Stan, dann haben wir hier diese Line Dancers Amy, Super Dance Squad und in Arlen's Man Squad. So, alles weitere dazu habe ich in einem separaten Video. So, neu mit hinzugekommen jetzt heute hier das Roger Mythic Pack. Schauen wir uns das doch mal an. Ein Mythic Roger Typ, also noch länger hätte die deutsche Übersetzung nicht sein können. Typische Eltern, was? Beschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder. What the fuck? Typische Elternbeschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder. So, okay, also, hier Kostüm und Musikkarte. Pre-Combo gemixt. Roller Disco Courtney, Troubadour Jeff und Eugene Belcher. Plus hier die Fahrt School Louise, die ja alleine schon knapp 50 Leben haben könnte, wenn man sie mal gemaxt hat. Ist natürlich dann in einem Defense-Deck, einem Defense-Musik-Deck sehr, sehr effektiv und sehr gut. Auch eine Boombox Teddy-Karte, auch die wiederum, gemaxt auf über 40 Leben, 43 Leben und eine Achtermauer. Auch die könnte unter Umständen für ein Defense-Deck allerdings nur gemaxt interessant sein. Ja, und der Rest hier, frage ich mich sowieso, was soll da Brian's Martini und der Weinschuh drin? Das ist völliger Käse. Dieses Pack ist natürlich, ja, der Mythic Roger ist mega cool. Aber 250 Fragmente auf die Art und Weise zusammenzubekommen, ist halt schon ganz schön heavy. So, dann hätten wir, dann wären wir hier auch schon, nee, wir haben hier noch die Dream Guitar Box, genau, die ist ja auch noch für 15 Stunden verfügbar. Mit Dream Guitar, Golden Fiddle, Earls Guitars, Courtney's Dad, Hank Hill und Bill Daughtry, natürlich eine mega geile Box. Auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt schauen wir mal in die heutigen Combo Masteries rein. Und da haben wir als allererstes den Umpower. Und den Umpower schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, wo ist er denn? Da ist der Umpower. Das ist das da. Ich muss wieder ein bisschen zentrieren. So, das ist ein Boomhauer mit Sportkarten, alle, ja gut, man kann sagen, mit einer Blurns Ball, alles andere macht ja keinen Sinn. Und dann kommt auf der rechten Seite etwas mit einer Mauer, mit Revanche und mit Schild raus. Also eine relativ defensive Kombo, dafür würde ich auf jeden Fall keine 500 Gems ausgeben, um da 10% mit hinzuzubekommen. Etwas anders könnte es jetzt aussehen mit dem Medicated Stewie. Weil der Medicated Stewie ist schon eine ganz andere Hausnummer hier. Du hast Gas, du hast eine Bombe und du hast Revanche. So, jetzt gehen wir mal runter zum Mythic Stewie und dann sehen wir auch schon, wo die Reise hingehen würde. Wir hätten hier 16-fach Revanche, 14er Bombe und 18-fach Gas. Und das ist natürlich schon etwas anderes, ne? Also alleine die Bombe nach rechts und links ist ja schon nice. Dann hast du aber nach vorne auch noch Gas und Revanche. Und das ist sehr, sehr aggressiv. Eine sehr, sehr aggressive Karte, die hier mit Drogenkarten gemacht wird. Mit Butterscotch Cookies, Toad Licking,
Chinchilla Addict Wayne, Baked Evil Monkeys, Hypnotoad, Leon Pedart oder Prescription Weed. Ja, wenn man da dann natürlich mal 10% draufrechnet, das hat auch schöne Werte hier, wenn man das Ganze so sieht. Also je nachdem, ich weiß, kann jetzt nicht so genau sagen, ob wir da bereits dann 2 mit draufkriegen oder nur 1. Das ist wieder mal von der Congregate logischen Mathematik abhängig. Also normalerweise müssten da jetzt 17 und 8, also 17 Revanche und 18 Gas dann stehen, plus 14 Bombe, 18 Angriff und 85 Leben. Aber ich weiß, dass das wieder nicht der Fall sein wird. Also auf jeden Fall mega interessant hier der Medicated Stewie. Ja. 500 Gems für ausgeben. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich das machen würde. Also ich nicht, aber wenn ich genügend Gems zur Verfügung hätte, würde ich es wahrscheinlich tun, ja. So, dann sind wir hier mit dem Medicated Stewie auch schon fertig. Dann sind wir hier beim Ball Girl angelangt und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, was hast du beim Ball Girl? Beim Ball Girl hast du eben Motivieren und Leech. Gut, jetzt sind wir hier bei der Mythic Tina. Wir müssten jetzt einfach mal für die normale Tina erstmal schauen. Die gemaxt käme dieser Wert dabei raus. Ja, und da sind wir, wie man sieht, eben beim Motivieren unter einer kritischen Grenze. Bedeutet also, wahrscheinlich würden die 10% eben nur einen einzigen Punkt ausmachen. Dann würdest du anstelle von 14 motivieren, eben 15 motivieren haben und dann 20 Leech, 21 Angriff und 74 Leben. Aber ich denke, das macht hier auf an dieser Stelle wenig Sinn. Wir gehen jetzt mal runter zu der Mythic Tina und schauen uns das Ganze mal hier mit der Mythic Tina an. Auch da wiederum schwer zu sagen, ob man sich das hier gönnen könnte, sollte, müsste. Ich finde, die 1000 Steine könnte man in andere Kombos mit Sicherheit besser investieren. So, deswegen, also wer sie sich holen, unbedingt holen will, der soll das gerne machen, aber ich denke, es wird bessere Kombo-Möglichkeiten wieder geben. Dann haben wir hier die Diamond Ring Lois. Und da haben wir eben eine Lois mit dem Bag of Nickels. Das sieht jetzt in etwa so aus wie eben, nur dass wir da eben Revanche anstelle von Motivieren haben. Was ist der Unterschied? Beim Motivieren hast du natürlich den Schaden. Ja, nicht automatisch nach rechts und links von deiner Karte, aber du könntest unter Umständen eben den doppelten Schaden verursachen, wenn beide Karten, also die eine, die rechts ist und die andere, die links ist, dadurch eben diesen mehr Schaden verursachen kann. Bei der Diamond Ring Lois ist das natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Wir haben da zwar auch Leech oder auch den Blutsauger. Wir haben aber auch die Revanche. Und die Revanche, die betrifft eben nur die Karte, die gegenüber liegt. Und nur dann, wenn diese angreift und einen Schaden verursacht, dann würde sie 17 Gegenschaden bekommen. Ja, also ich bevorzuge dann eher das Motivieren als hier die Revanche, definitiv. Würde ich da jetzt 1000 Steine rein investieren? Eher nicht. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann wünsche ich mich natürlich riesig über eure Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.